natürlich erstmal ein frohes neues Jahr. Ich muss schon sagen, die Pause zwischen dem letzten Pflichtspiel und dem jetzt kommenden gegen Ingolstadt, die ist mir schon ziemlich, ziemlich kurz vorgekommen. Und wir haben uns gedacht, naja, in die Restrunde reinstarten, das kann man gut mit dem Insider. Und deswegen habt ihr uns auch ein paar Fragen gestellt. Bevor ich die aber gleich weitergeben darf, schauen wir uns jetzt erstmal an, was unsere Mannschaft im Trainingslager in Algorfa gemacht hat. Ja, ich darf euch sogar mitnehmen jetzt durch die Erwärmung, ein bisschen mittragen und auch mal erleben, was wir so in der Erwärmung hautnah erleben. Und werde jetzt mal trainieren. Es geht also mit einem guten Gefühl aus Spanien in die Vorbereitung auf das Spiel gegen den FC Ingolstadt. Und über beide Themen wollen wir jetzt natürlich hier sprechen. Unter anderem mit unserem Kapitän Patrick Maika. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen und frohes neues Jahr. Dann unser Vorstandsvorsitzender Holger Sambal. Du bist ja mittlerweile schon ein alter Hase hier. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Und Frank Schmidt, für dich gilt natürlich auch das Gleiche. Du bist ja auch schon zum dritten Mal hier. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mit dir auch mal direkt an. Trainingslager, gutes Thema eigentlich. Da warst du ja logischerweise als Trainer ganz nah mit dabei. Wie war dein Eindruck in der Woche in Algorfa? Wie hat sich unsere Mannschaft gemacht? Ja gut, wir eigentlich die letzten Jahre oder wenn wir in Algorfa waren, immer waren sehr gute Bedingungen. Wir kennen das ja auch, deswegen waren wir da auch immer hin. Wir konnten gut trainieren. Wir hatten deutlich wärmeres und besseres Wetter wie hier. Und daher haben wir die Woche gut genutzt. Für mich war wichtig, die zwei Testspiele auch zu haben, um wieder in den Wettkampfrhythmus reinzukommen, um wieder Automatismen reinzubekommen in unsere Abläufe, um uns einfach vorzubereiten auf unser erstes Spiel gegen Ingolstadt. Und insgesamt bis auf kleine Wehwehchen haben wir es auch personell gut überstanden, keine großen Verletzungen. Und das darf man dann an der Stelle auch nicht vergessen, das ist auch mal ganz wichtig. Jetzt hast du ein positives Bild gezeichnet. Jetzt bin ich mal gespannt, was jemand aus dem Kader dazu auch sagt. Welche Bedeutung hat so ein Trainingslager für die Mannschaft vielleicht auch und was für einen Unterschied macht das auch, wenn du jetzt in Spanien im Trainingslager bist, anstatt ja, bei uns auf dem Trainingsplatz da oben auf dem Schlossberg? Ja, also erstmal glaube ich, dass es einen Unterschied macht zwischen dem Sommertrainingslager und dem Wintertrainingslager. Im Sommer ist es meistens so, dass neue Spieler dazukommen und man sich gut kennenlernen kann, weil man halt einfach die ganze Zeit aufeinander sitzt. Im Wintertrainingslager jetzt, wie der Trainer schon gesagt hat, Bedingungen waren natürlich anders als hier. Wenn wir wiederkommen und hier Schnee liegt,
Ja, da guckst du erstmal, wenn du aus 20 Grad aus der Sonne kommst. Aber ich glaube, dass so ein Wintertrainingslager einfach gut dafür da ist, um an den Details zu arbeiten, weil man quasi, ja, so ein Trainingslager besteht aus Schlafen, Essen, Trainieren und Gesprächen und Besprechungen. Und ja, da kann man ohne irgendwelche Nebengeräusche, ohne irgendwelche Ablenkungen, kann man als Spieler sich voll auf den Fußball konzentrieren und deswegen macht so ein Trainingslager auch einfach Sinn. Ja, dann war es ja gut, dass wir in Spanien waren, auf jeden Fall. Dazu muss man ja auch sagen, einige Mannschaften, sowohl aus der ersten als auch aus der zweiten Liga, haben sich kurzfristig um Silvester herum ja dagegen entschieden, aufgrund von Corona dann ins Trainingslager zu fliegen. Bei uns war das nicht der Fall. Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen, warum das bei uns eben nicht so war. Ja, die Diskussion haben wir auch mit Interesse verfolgt, natürlich, Tim, weil ich sie auch gar nicht nachvollziehen kann. Also wir, muss ich bloß zurückerinnern, gerade wegen Corona, ist noch nicht allzu lange her, wurden wir praktisch verpflichtet, in Trainingslager zu gehen, weil da die Mannschaft besser geschützt ist, als Argument weniger Kontakte hat und damit auch viel weniger Ansteckungsgefahr besteht. Und deshalb, dass es jetzt anders sein soll, wundert man sich schon. Darf man sich auch fragen, warum hat sich die Welt auf einmal verändert? Wir haben es, glaube ich, richtig gemacht, dass wir das Trainingslager durchgezogen haben. Die Bedingungen waren top, die Mannschaft konnte sich hervorragend vorbereiten und die Mannschaft war ideal geschützt. Ne? Wir haben mittlerweile eine Impfquote, Genesenquote von 100%, also das heißt, jeder Spieler unserer Mannschaft ist entweder geimpft oder genesen. Wir haben so gut wie keine Kontakte nach außen gehabt, das Hotel war, alle waren abgeschirmt, es war nur noch eine andere Mannschaft in einem ganz anderen Trakt drin. Also besser kann man es eigentlich nicht machen, deshalb haben wir auch keine Corona-Fälle jetzt zu beklagen. Und alle sind toi toi toi, hoffentlich am Sonntag dann dabei. Und wenn ich das mit anderen Mannschaften vergleiche, die da immer wieder in einer gewissen Problematik unterwegs waren, dann darf man schon sagen, ich glaube, dass wir das richtig gemacht haben. Wir waren auch nicht die Einzigen, sondern es haben viel mehr, glaube ich, das durchgezogen als manche andere, ob da die Gründe immer nur Corona waren, dass sie es abgesagt haben. Das sei jetzt mal dahingestellt, ob das wirklich so war. Dann ist jetzt der Eindruck vom Trainingslager nach den ersten drei Fragen auf jeden Fall schon mal ein positiver. Und ihr alle drei hier in der Runde wisst ja auch, der Insider besteht ja auch elementar daraus, dass Zuschauerfragen kommen. Und die erste wird jetzt mal direkt an dich gestellt, Frank. Die kommt von Hebe Huber. So, und er hat sich natürlich alle FCH-Spiele angeschaut. Und ihm ist in der Hinrunde unter anderem auch Manon Busch aufgefallen, der auf der Außenbahn seiner Meinung nach richtig gut gespielt hat. Aber auch Marvin Rittmüller. Und dann hat er sich gefragt, naja, wie sieht das eigentlich aus bei einem Spieler, der seiner Meinung nach bei anderen Zweitligisten gesetzt wäre auf jeden Fall. Geht der manchmal zu dir, meckert vielleicht sogar, dass er nicht spielt? Wie ist da die Kommunikation von Trainer zu Spieler? Wie kann man sich das vorstellen? Ja gut, ist jetzt eine Position, aber es könnte man auf die 10 anderen Positionen ja genauso projizieren. Wir haben ja nicht nur 11 Spieler, sondern wir haben jede Position doppelt besetzt. Aber es ist jedes Jahr das Gleiche und auch klar, dass eben nur 11 spielen können. Und ich denke, dass es wichtig ist, gut zu kommunizieren, die Gespräche zu suchen. Wir haben jetzt im Prinzip mit allen Spielern auch wieder gesprochen, einen Abgleich gemacht, was war gut, was war nicht so gut. Auch eine ehrliche, offene Einschätzung, dass jeder auch weiß, woran er ist. Und das Profifußball, jeder muss sich durchsetzen. Am Ende wird Leistung belohnt. Wir müssen als Mannschaft, als Verein erfolgreich sein. Und in der Tat ist es dann trotzdem aber so, man muss sich nicht unterordnen, aber einordnen können. Und ich glaube, dass sich das einfach auch so entwickelt hat bei uns, dass jeder weiß, es bringt nicht zu meckern oder zu lamentieren und noch viel schlechte Stimmung in die Mannschaft zu bringen, wenn man mal nicht spielt. Und ich glaube, da achten auch die Führungsspieler, die Kapitäne drauf. Das Entscheidende ist, dass die Mannschaft funktioniert. Und wie gesagt, jetzt um das Beispiel nochmal aufzugreifen, Buschi spielt, hat sich gesteigert in dieser Saison, spielt jetzt wieder auf einem sehr hohen Niveau und Marvin Rittmüller beißt in jedem Training, kratzt und wartet auf seine Chance und das ist auch gut so. Und wenn sie dann kommt, dann muss er sie nutzen. Und jeder weiß das, dass er da ja sich durchsetzen muss, dass er sich aber auch in Dienst der Mannschaft stellen muss. Und das Entscheidende ist, dass man gut kommuniziert. Man kann nicht jeden Tag jedem alles erklären. Das ist wie im normalen Berufsleben wahrscheinlich genauso. Aber wir reden wirklich mit allen Spielern, nicht mit den ersten 11, sondern mit allen Spielern im gesamten Kader, dass jeder auch immer weiß, woran er ist und woran er arbeiten muss. Ja, gute Kommunikation, sicherlich auch ein Faktor gewesen bei dem Leihgeschäft von Florian Pick zum FC Ingolstadt. Das ist ja eigentlich im Groben und Ganzen das, was bei uns in der Wintertransferphase passiert ist. Jetzt natürlich die Frage für alle Fans, kommt da noch was? Kann ich mit abschließender Sicherheit nicht sagen. Ne? Wenn heute den 12. Januar, die Transferperiode ist eine Floskel, aber ist halt nun mal so, geht bis 31. Januar. Wir suchen keine Spiele aktiv auf dem Markt, weil wir mit dem Kader
muss man sagen, wie er sich entwickelt hat, wie unsere Mannschaft auch insbesondere sich in den letzten Spielen gesteigert hat. 4 Siege aus den letzten 5 Spielen, schon beeindruckend. Und da sehen wir auch gar keine Notwendigkeit. Sind Gott sei Dank alle, allzu alle gesund und fit. Kleinere Dinge mal abgesehen, die vielleicht in 1-2 Wochen dann auch wieder dabei sind. Da gibt es keine Notwendigkeit. Wenn natürlich nicht noch Spieler kommen sollten, gehen möchten, oder wenn wir vielleicht eine Möglichkeit bekommen, auf dem Transfermarkt zuzuschlagen, vielleicht auch schon im Vorgriff auf nächste Saison, falls ganz interessante Spieler dann noch auf den Markt kommen sollten. Aber wir suchen nicht aktiv. Wir sind mit den Jungs sehr zufrieden. Wir konzentrieren uns lieber darauf, mit den Jungs intensiv zu arbeiten, so wie jetzt im Trainingslager, wie es der Patte gesagt hat, ne? Intensiv arbeiten, die Mannschaft sich immer weiterentwickeln, steigern. Das hat der Frank immer mit seinem Trainerteam wunderbar hinbekommen. Und da ist noch genügend Potenzial und Luft drin, dass sich das alles weiterentwickelt. Falls doch noch was kommt, das ja, wäre dann halt Fußball. Aber so wie wir jetzt aufgestellt sind, meinen wir, ist es wirklich eine ganz hervorragende Einheit und macht echt Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Jetzt habe ich gerade eben schon Florian Pick angesprochen und sein Leihgeschäft zum FC Ingolstadt. Matthias Weber hat sich damit auch ein bisschen befasst und ihm ist aufgefallen, dass es ja die Kaufoption gibt für Ingolstadt, für Florian Pick. Und mit einem leichten Augenzwinkern stellt er die Frage, ist es denn mal erlaubt zu fragen, wie hoch die ist? Fragen darf man immer, aber da kann ich nicht darauf antworten, weil es mit Ingolstadt und auch mit Picky so vereinbart ist, dass das Stillschweigen vereinbart ist. Ich hätte da jetzt eher weniger Probleme, das zu kommunizieren, aber ist auch nicht erheblich, weil erstmal geht es darum, dass der Piggy jetzt nach Ingolstadt ausgeliehen werden wollte, will mehr Einsatzzeiten haben, sieht eine Chance, auf sie aufmerksam zu machen, kann er auch gerne tun, möglichst nicht beim Spiel am Sonntag gegen uns gleich, sondern idealerweise dann danach. Aber wir haben gesagt, wenn du das möchtest, das gilt für alle Spieler, dann und dich verändern willst, dann sind wir da immer gesprächsbereit, weil wir wollen nur Spieler, die jetzt auch total bereit sind, dann für uns alles zu geben und sich auch jetzt hier sehen. Und wenn er der Meinung ist, ein halbes Jahr tut ihm gut, Luftveränderung, und vielleicht kommt er dann zurück oder zieht Ingolstadt die Kaufoption, dann muss aber er auch noch sagen, ja, das möchte ich machen, das sieht man dann alles, Fußball, das ist schnelles Geschäft, weiß keiner, was im halben Jahr ist. Aber in der Tat war das der Wunsch von Ingolstadt, eine Kaufoption zu vereinbaren. Wir haben es gemacht, wir gehen da ganz entspannt mit solchen Themen um. Es ist ja schon eine gewisse Ironie eigentlich, Frank, auch für dich vielleicht, dass der Picky jetzt nach Ingolstadt geht und das erste Spiel von uns dann direkt gegen Ingolstadt ist. Christoph Emperle fragt sich, ist es vielleicht taktisch gesehen dann jetzt auch eine Herausforderung, dass man da nicht zu durchsichtig ist? Ich meine, Picky war ja in der Mannschaft, vielleicht kennt er noch so den einen oder anderen Trick von dir. Ich glaube, jedes Spiel ist eine Herausforderung in der zweiten Liga und von daher... Ja, ist es jetzt kein großes Ding für mich. Picky spielt jetzt in Ingolstadt, ist ein Spieler von Ingolstadt. Wir konzentrieren uns auf uns. Und ob er da jetzt groß was preisgibt oder nicht, kann ich nicht beeinflussen. Entscheidend ist, dass du dann, wenn es zählt, dann dein Potenzial abrufst und die Dinge, die man sich vornimmt, dann umsetzt. Und da spielt es keine so große Rolle, ob es da ein paar mehr Informationen von Picky oder von wem auch immer raus sind. Ich glaube, wir sind gut beraten, uns auf uns zu fokussieren. Ich glaube, auch sagen zu können, mittlerweile ist bei uns so, das haben wir auch in der Vorrunde gezeigt, dass wir viele Grundordnungen, viele Veränderungen auch während dem Spiel gehabt haben. Von daher, am Ende spielen 11 gegen 11, da muss jeder seine Leistung bringen. Und da schauen wir in erster Linie auf uns, dass uns das gelingt, damit wir einen guten Start ins neue Jahr haben und idealerweise die Punkte dann hier behalten. Ja, das wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Auf eine Sache, Holle, will ich bei dir nochmal zurückkommen. Wir haben ja gerade eben schon mal gesagt, ja, diesen Winter ist es relativ ruhig, was Transfers angeht, was ja den Austausch in unserer Mannschaft angeht. Aber Hebe Huber ist aufgefallen, naja, wenn man sich mal so die Vertragslaufzeiten anschaut, dann könnte im nächsten Sommer tatsächlich einiges passieren. 9 Verträge laufen aus, Hüse, Leipi, Teuer unter anderem auch. Da versucht der FCH doch sicherlich mit aller Kraft, die Verträge zu verlängern, oder? Ja klar, wir sind mit den Jungs, muss man sagen, sehr, sehr zufrieden. Alle 3 genannten sind natürlich Top-Leistungsträger unserer Mannschaft und wir würden uns freuen, wenn alle ihre Zukunft hier weiter beim FCH sehen. Ist gerade eben natürlich jetzt nicht der günstigste Zeitpunkt, Vertragsgespräche zu führen. Wir sind immer noch in Corona, jetzt wieder neu in Corona. Immerhin dürfen wir jetzt am Sonntag gegen Ingolstadt 500 Zuschauerinnen und Zuschauer reinlassen. Tendenz, da wird Peter nachher noch was dazu sagen, geht, glaube ich, schon in die Richtung, dass es auch wieder steigen wird. Aber zu Vertragsgesprächen braucht man ja auch eine wirtschaftliche Basis. Und da muss man auch den Spielern was Vernünftiges anbieten können. Ist gerade eben natürlich Corona-bedingt nicht ganz so einfach. Deshalb
glaube ich, ist noch genügend Zeit, das dann im Frühjahr zu regeln, wenn wir wissen, von was wir ausgehen können finanziell, wie wir sportlich stehen, wenn die Jungs das weiterhin so gut machen. Ja, wir haben jetzt schon Vorgespräche natürlich mit allen geführt, sind in Kontakt, im Austausch. Und ich finde es auch gut, wenn wir uns jetzt total darauf konzentrieren, auf einen guten Start in die Rückrunde und die anderen Dinge dann nach und nach angehen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, wie immer, weil ja, sonst hätten wir auch jetzt nicht solche Leistungen gezeigt. Wir sind jetzt nicht nur mit den drei, die wurden jetzt genannt, ne? Das sind auch noch viele junge Spieler, bei denen die Verträge auslaufen, gehören da genauso dazu. 9 Stück, die Zahl ist richtig. Wir gehen das dann ja, idealerweise mit viel sportlichem Rückenwind. Das ist dann die Aufgabe unserer Jungs, unseres Trainerteams, unserer Mannschaft an. Und dann wird man das schon hoffentlich auch da wie immer zu einem guten Abschluss bringen. Ob es gelingt, jeden zu verlängern, wird sich zeigen. Ich finde es interessant, dass du die Zuschauer gerade eben schon mal angesprochen hast, denn die nächste Frage von Matthias Weber bezieht sich so ein bisschen darauf. Genauer gesagt zum Zuschauerteilausschluss. Seine Frage ist folgende: Wie sieht es eigentlich aus? Siehst du einen Vorteil für den FCH in dieser Situation, weil andere Vereine ein größeres Stadion haben, mehr Zuschauer haben? Weil klar, wir machen auch Verlust, aber die Denkweise ist dann, andere machen ja noch mehr Verlust als wir. Hat er recht, ist schon so. Also wir würden uns die Situation überhaupt nicht so wünschen, weil Corona uns hart trifft. Wir sind es immer gewohnt gewesen, schwarze Zahlen zu schreiben. Haben wir jetzt in Corona nicht geschafft. Deshalb ist es unser allererstes ein großes Ziel, um einfach zu überleben und für die Zukunft ja, existenzfähig zu sein, dass das Corona zu Ende geht. Also deshalb darf das auf keinen Fall missverstanden werden. Trotzdem stimmt es, dass natürlich andere Vereine, die noch größere Stadien haben, und bei denen der Zuschaueranteil eine größere Rolle spielt, dass sie noch viel mehr getroffen sind. Deshalb, so verrückt die Situation ist, wir leiden drunter, wir kämpfen uns da durch, aber es ergeben sich auch in so einer Situation neue Chancen. Es kann auch sein, wir können den einen oder anderen überholen, wenn wir da durchkommen. Deshalb müssen wir gut zusammenhalten und weiterhin ja, alle miteinander durch diese schwere Krise durchkommen. Da zähle ich alle dazu. Unsere Mannschaft, unsere Mitarbeiter, unsere Fans, unsere Sponsoren, unsere Partner, wird ja heute auch noch thematisiert. Und wenn wir das alle gut machen, dann ist schon die Chance da, tatsächlich den einen oder anderen zu überholen. Aber dazu müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen und sollten nicht zu viel nach links und rechts schauen. Aber Chancen sind wie immer in jeder Krise selbstverständlich auch vorhanden. Wir haben jetzt gerade eben relativ lange über ein Leihgeschäft gesprochen. Rainer Merkle hat da mal eine grundprinzipielle Frage zu. An sich das Leihgeschäft, dieses Konstrukt, dieser Vertrag, da fragt er sich, wie läuft es überhaupt? Kannst du das vielleicht mal erklären? Wer bezahlt da das Gehalt? Bei wem ist der Spieler dann überhaupt angestellt, sozialversicherungspflichtig? Wenn man da nicht ganz in der Thematik drin ist, dann könnte man da ja schon mal durcheinander kommen. Hört sich alles eigentlich kompliziert an, ist aber nicht. Es ist relativ einfach. Die Spieler sind bei ihrem Stammverein unter Vertrag. Dann nehmen wir beispielsweise ein Tim Siersleben oder Maurice Malone, die ja beide gerade eben von Wolfsburg bzw. Augsburg zu uns ausgeliehen sind. Dort wird ein Aussetzungsvertrag gemacht. Die Spieler schließen dann ein neues Vertragsverhältnis hier mit uns ab, mit einer entsprechenden Laufzeit. Wir kommunizieren das ja immer ganz offen. Beim Maurice Malone ist es 1 Jahr, beim Tim Siersleben sind es 2 Jahre. Und in der Zeit sind die Spieler bei uns beschäftigt, haben bei uns einen Arbeitsvertrag und dann ist aber schon vereinbart mit Spieler und abgebendem Verein oder ausleihendem Verein, so muss ich sagen, dass sie dann zurückkehren. Allerdings gibt es immer wieder den Fall, dass der aufnehmende Verein dann die Spieler gar nicht mehr zurück will und sie bleiben, wollen selber da bleiben, das wird man dann immer sehen. Aber zunächst mal ist es von der vertraglichen Konstruktion her ganz einfach, Aussetzungsvertrag, Ausleihvertrag mit Anschlussvertrag beim alten Verein. Und dann ist das, was man vereinbart, auch wieder ganz neu verhandelbar zwischen Verein und Spieler und so wird es gehandhabt. Also hört sich komplizierter an, wie es eigentlich ist. Ja, Patte, bei dir ist es ja relativ entspannt eigentlich. Du bist ganz normal hier beim FCH nicht ausgeliehen, jetzt schon seit 3,5 Jahren und das auch noch bis 2024. Aber die Frage, die sich auch Christoph Emperle zum Beispiel stellt, ist, was passiert eigentlich danach? Gibt es da einen neuen Vertrag hier beim FCH? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Holle hat es eben mal gesagt, dass man im Fußball, dass er nicht sagen kann, was in einem halben Jahr ist. Ich kann nicht mal sagen, was in 3 Wochen ist, weil wir oft nur 2 Wochen Trainingspläne haben. Aber ist auch wieder eine Floskel, aber ich kann halt nur sagen, dass ich mich hier halt sehr wohl fühle. Was in 2,5 Jahren ist, weiß ich nicht. Im besten Fall sorge ich erstmal dafür mit meinen Leistungen, dass überhaupt der Verein will, dass ich verlängere.
Weil es ist ja nicht nur meine Entscheidung, da gehören ja noch andere auch dazu. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich bleibe hier, wenn keiner mich haben will. Dafür habe ich ja Sorge zu tragen, aber grundsätzlich ist es halt einfach so, dass ich mich hier wirklich sehr, sehr wohl fühle und ja, das sage ich immer wieder, dass es mir Spaß macht und ich glaube, dass ich auch immer sehr gut damit gefahren bin, in meinen Entscheidungen, wo es für mich hingeht, zu gucken, dass ich mich wohlfühle, weil ja, das ist auch für meine Leistung einfach entscheidend. Und ja, das wird dann irgendwann in 1,5, 2 Jahren, wenn das dann mal zur Sprache kommt, natürlich auch ausschlaggebend sein. Und ja, aber in 2,5 Jahren, das ist ja noch so viel Zeit. Ich meine, manche andere haben hier noch länger Vertrag bis 2027. Aber ja, das ist natürlich, die haben Planungssicherheit. Aber bei mir, ja, muss man dann einfach schauen, wie es aussieht. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Eine kurze Sache übrigens, die Frage gerade kam von Hebe Huber. Da wollen wir natürlich niemandem auf den Schlips treten. Die nächste Frage, die kommt von Christoph Emperle und die kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, weil ich komme ja selber auch nicht gebürtig aus Heidenheim, das ist ja bei dir auch so. Und wenn man neu in eine Stadt kommt, ist natürlich nach einer gewissen Zeit auch immer die Frage, wo gehe ich eigentlich am liebsten hin in der Stadt? Hat man einen Lieblingsort? Das gilt vielleicht auch für die ganze Region hier und ausgenommen ist davon vielleicht dann jetzt mal der Trainingsplatz und die Vorderränge. Ja, da muss ich kurz nachdenken, aber einen Lieblingsplatz in der Stadt würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, weil ich bin Dorfkind. Also ich komme aus dem Dorf, ich bin Landschaft, Natur, gefällt mir insbesondere. Und ja, da kommen mir 3 Plätze so in den Kopf, wo ich sage, wo ich mich gern aufhalte, wo ich Ruhe habe. Zum einen ja, in der Corona-Zeit, im ersten Lockdown, muss ich sagen, ja, da sollte man das Haus nicht zu viel verlassen, aber wenn, dann habe ich noch in der Innenstadt gewohnt und dann bin ich in den Schlosspark oft gegangen, weil man da auf die Stadt runterblicken konnte, sich auf eine Bank setzen konnte, ein bisschen Ruhe, auch mal ein bisschen frische Luft dann halt schnappen. Ja, ansonsten im Winter ist es oft so, dass auf dem Zanger Berg oder hier in Reutinen, ja, wenn überall Schnee liegt, das auch unglaublich schön ist, muss ich sagen. Und ja, in der Region würde ich sagen, ja, das Eselsburger Tal. Also da war ich auch in der Corona-Zeit viel laufen, weil wir natürlich Laufpläne mitgehabt haben. Aber ja, man merkt einfach schon, ich bin eher Dorfkind statt Stadtkind halt. Deswegen mag ich es, mich draußen aufzuhalten, irgendwo, wo nicht der Trubel ist. Und ja, im Eselsburger Tal, da eigentlich insgesamt, muss ich sagen. Also von daher, ja, ein Lieblingsplatz. Wenn ich einen sagen müsste, dann würde ich das Eselsburger Tal nehmen. Insgesamt, aber ja, eher auf jeden Fall irgendwo in der Natur, Wald, Wasser, irgendwie sowas. Ja, das Eselsburger Tal, das hat es mir auch angetan, muss ich sagen. Das ist schon sehr schön. Aber dann lass uns jetzt mal zurück zum Sportlichen kommen. Frank, die letzte Frage unseres sportlichen Teils, die gebührt dir. Denn das Wichtigste ist immer noch das nächste Spiel. Und das steht jetzt ja am Sonntag mit dem FC Ingolstadt an. Was können unsere Fans und unsere Zuschauer erwarten? Ja, zunächst mal wollen wir natürlich da anknüpfen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ich glaube, wir haben uns im Verlauf der Saison gesteigert, haben auch mal eine Phase gehabt, wo es 3 Spiele ineinander eins auf den Deckel gab, aber wo wir dann die Kurve bekommen haben, uns gesteigert haben, gute Leistungen, aber eben auch gute Ergebnisse erzielt haben. Jetzt treffen wir auf eine Mannschaft, die ganz hinten steht, die auch in der Auswärtstabelle ganz hinten steht, die aber jetzt vor kurzem einen Trainer gewechselt hat, die, glaube ich, auch durch den Sieg gegen Dynamo Dresden am letzten Spieltag im alten Jahr, wo sie 3-0 gewonnen haben, nochmal neuen Mut geschöpft haben. Eine Mannschaft, die sich ja dem Gegner den Ball überlässt, eher sehr kompakt verteidigt, versucht schnell umzuschalten, aber die eben auch hier fast schon gewinnen muss, weil unentschieden bringt Ingolstadt nicht weiter. Von daher ist es für uns wichtig, die Aktivität anzunehmen, den Ball zu haben, aber trotzdem Geduld zu haben, aber vor allen Dingen eins zu wissen, ich habe 90 Minuten plus Nachspielzeit Zeit, einen Gegner zu bespielen, zu bearbeiten. Und selbst wenn mal was passiert, wo man nicht mit rechnet, dass man dann wieder zurückkommt. Also im Endeffekt auf das, was wir alle kennen, viel Spannung, viel Einsatz. Und wir wollen natürlich versuchen, so gut wie möglich Fußball zu spielen. Das haben wir jetzt in den ersten 2 Testspielen gut hinbekommen. Und wie gesagt, wir wollen da anknüpfen, wo wir am Ende des letzten Jahres aufgehört haben, gegen starke Gegner gute Leistungen gebracht haben und idealerweise mit 3 Punkten ins neue Jahr starten. Genau das war das, was ich hören wollte, dass die 3 Punkte natürlich bei uns auf dem Schlossberg bleiben. Und du hast es auch schon angesprochen, in der Hinrunde, da hat unsere Mannschaft auch schon gezeigt, dass sie es kann. Und jetzt sage ich euch Danke. Und euch sage ich, das schauen wir uns jetzt natürlich erstmal an, was unsere Mannschaft so in der Hinrunde gemacht hat. Das war nämlich schon ziemlich gut.
Die Verwurzelung zwischen Stadt und Verein nirgends so groß wie hier in Heidenheim. Hüsing ist da, Hüsing! Da ist der Lucky Punch! Heidenheim feiert, Heidenheim tanzt! Busch auf Robert Leipertz! Lucky Punch! Nachspielzeit, Siegtreffer, Heidenheim! Ein wunderschönes Tor! Ein überragendes Tor! Ja, was für ein Wahnsinn! Könnte schon sein, dass der Franz Schmidt mit Heidenheim nächstes Jahr gegen die Bayern oder gegen Dortmund in Liga 1 antritt. Der Franz Schmidt rückt näher ran an die Bundesliga. Nach dem rein sportlichen, das ihr ja gerade eben gehört habt und jetzt auch in unserem Video gesehen habt, wollen wir jetzt natürlich auch über alles andere sprechen, was so rund um den FCH passiert. Und da haben wir drei Gäste eingeladen, die auch da sehr, sehr viel zu erzählen haben. Unter anderem Petra Saritz, Thomas Schreit und Fabian Strauß. Und ich würde mal sagen, Ladies first. Petra, die erste Frage steht bei dir, aber nicht nur wegen Ladies first, sondern weil es auch einfach für unsere Fans mit Abstand die interessanteste ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt steht das nächste Spiel vor der Tür gegen Ingolstadt. Es ist im Moment mit den Zuschauern immer viel hin und her und keiner weiß so ganz genau, was passiert überhaupt, wer darf ins Stadion, was geht da jetzt? Bitte erleuchte uns, was passiert bei unserem Spiel gegen Ingolstadt? Ja, hallo erstmal von meiner Seite, allen auch ein vor allem gesundes neues Jahr. Dieses Wort Geisterspiele haben wir ja aus unserem Jargon gestrichen. Wir haben immer Spiele ohne Zuschauer gesagt. Zum Glück ist Baden-Württemberg da schon ein bisschen weiter. Wir dürfen jetzt immerhin 500 Zuschauer zulassen am Sonntag für unser Spiel gegen den FC Ingolstadt. Wie kann man dabei sein? Wir haben ja auf Initiative unseres Fanbeirats Solidauerkarten verkauft. Natürlich können wir da jetzt nicht alle reinlassen bei 500. Und wir haben auch Sponsorenkarten natürlich draußen. Das wird so sein, dass heute schon eine Information an alle rausgegangen ist, auch über alle unsere Kanäle, dass es ein Losverfahren geben wird für die Solidauerkarteninhaber. Man kann sich da melden, wenn man eben am Sonntag dabei sein möchte. Und dann wird der Name in den Lostopf und dann eben gezogen. Und alle, die dann dabei sein dürfen, bekommen online ihr Ticket zugesandt. Leider aufgrund der Kurzfristigkeit geht es eben nur online dieses Mal. Und in unserem Sparkassen-Business-Club, den können wir auch aufmachen, ist die Nachfrage nicht ganz so groß. Deswegen können wir die auch berücksichtigen. Und so werden wir dann die 500 Zuschauer auf der Haupttribüne unterbringen. Für den Fall der Fälle, dass ich Glück hätte und eine Karte zugelost bekommen würde, gibt es natürlich auch gewisse Regeln, die es zu beachten gibt. Bitte sag uns da doch auch mal ganz kurz, was passiert in dem Moment, wo ich ins Stadion komme? Woran muss ich mich halten? Ja, also die ganze Veranstaltung kann unter 2G plus stattfinden. Das bedeutet, ich muss entweder schon mindestens 14 Tage das zweite Mal geimpft sein. Diese Impfung darf höchstens 3 Monate alt sein. Wenn die älter wäre, dann muss ich auch noch einen Test mitbringen, einen tagesaktuellen, beziehungsweise höchstens 24 Stunden darf er alt sein. Alternativ bin ich genesen oder wenn man geboostert ist, dann benötigt man keinen Test. Baden-Württemberg hat jetzt die Schülertestung weiter verlängert. Das heißt, alle Schüler bis einschließlich 17 Jahre können mit ihrem Schülerausweis den Testnachweis erbringen, müssen sonst nichts weiter bringen. Zusätzlich gilt die Maskenpflicht in Baden-Württemberg in öffentlichen Räumen FFP2-Maske. Deswegen muss auch in der Freud-Arena eine FFP2-Maske getragen werden. Und es gilt dann dazu noch immer unsere Stadionordnung. Und jeder, der kommt, muss und darf und soll bitte unsere Mannschaft anfeuern. Ja, ich glaube, jeder, der das schaut und dann am Sonntag ins Stadion kommt, der wird das bestimmt machen. Fabi, die nächste Frage geht an dich. Pedi hat es ja gerade eben schon gesagt, die Soli-Dauerkarte ist im Umlauf und du hast ja nun schon sehr viel Kontakt zu unseren Fans. Wie ist da die Rückmeldung? Was kommt da so bei dir an?
Also die Rückmeldung ist größtenteils sehr positiv. Man muss einfach sagen, das Telefon steht die letzten Tage einfach nicht still und die Frage nach dem Ob und Wie ist allgegenwärtig. Das Wie und beziehungsweise das Ob hat ja gerade die Petra ausführlich beantwortet. Von dem her können wir einfach auch mit einer Unterstützung oder mit einer großen Unterstützung im Rahmen der Möglichkeiten am Sonntag natürlich rechnen. Das ist echt sehr positiv. Und an der Stelle dann auch nochmal von meiner Seite ein großes Dankeschön an den Fanbeirat, dass sie das initiiert haben und auch an die Mitgliederversammlung, die dann Ende letzten Jahres auch dafür gestimmt hat, das jetzt so umsetzen zu können und uns die Möglichkeiten einfach gibt. Ja, ich finde es schön, was du sagst, weil das beweist einfach, dass wir auch Rückenwind von unseren Fans kriegen. Und ich denke, Thomas, ein ähnliches Bild wirst du auch zeichnen können. Unsere rund 500 Sponsoren, die unterstützen uns wahrscheinlich auch, ja, wo es geht im Moment. Ja, beachtet man, dass man uns jetzt 2022 schon im dritten Kalenderjahr mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigen, kann man wirklich sagen, dass die Unterstützung unserer Sponsorenpartner wirklich großartig ist. Und wenn man zurückblickt und sieht, dass wir in dieser Zeit mit MHP einen neuen Haupt- und Trikotsponsor, einen tollen Haupt- und Trikotsponsor dazugewinnen konnten, gleichzeitig aber unser bisheriger Hauptsponsor, die Paul Hartmann AG, sich langfristig committed hat als Premium-Sponsor und nach wie vor auch als Namensgeber des Hartmann-Haus Leistungszentrums mit an Bord zu bleiben, ebenso wie unser Principal Club Sponsor und Namensgeber, die Firma Voigt, sind es im Bereich der Vermarktung wirklich tolle Signale. Und ich kann nur so viel dazu sagen, dass wir mit unserem Vertriebsteam wirklich sehr, sehr nah und im persönlichen Austausch mit unseren ganzen Sponsoren und Partnern sind. Und durch lösungsorientierte Ansätze, wirklich tolle Gespräche, konnten wir auch die Rückerstattungsquote für die nicht erbrachten Leistungen so gering halten wie wahrscheinlich kaum ein anderer Profiverein. Und deswegen gebührt unseren Sponsoren und Partnern an der Stelle wirklich ein großes Dank. Ich muss ja zwischendurch mal sagen, nicht nur in unserer Runde jetzt, sondern auch gerade eben schon im sportlichen Teil. Alles, was gesagt wurde, war rein positiv, egal aus welchen Richtungen. Aber das ist ja auch das Schöne am Insider. Wir kriegen ja auch Zuschauerfragen rein und die müssen ja nicht immer nur positiv sein. Das steht ja jedem zu fragen, was er will. Kritik äußern ist durchaus erlaubt und Martin Sauer hat das tatsächlich mal gemacht. Und im Vorab die Warnung an euch beide, jetzt bitte beide gut zuhören, da könnt ihr nämlich, denke ich, beide was zu sagen. Es geht um das Speiseangebot in der Voigt Arena unter anderem. Das ist für dich ganz interessant, Fabi. Da spricht er nämlich darüber, und das ist jetzt ein Zitat, das Speiseangebot in der Voigt Arena und den Kiosken ist für Vegetarier, um es mal positiv auszudrücken, bescheiden, vom veganen Angebot mal ganz zu schweigen. Und jetzt sage ich noch mal kurz was zu deinem Part. Er sagt nämlich auch, warum wird nicht zum Beispiel auch Wasser von Viva Con Aqua oder Fritz Cola ausgeschenkt? Das sind ja Unternehmen, die auch soziale Projekte unterstützen und Sponsorengelder können da ja eigentlich keine Ausrede sein für einen Verein, der verantwortungsvoll, der nachhaltig und bodenständig wirken will, aber es auch sein will. Da einfach mal die grundprinzipielle Frage, will der FCH es nicht mal in Erwägung ziehen, da zumindest mal drüber nachzudenken? Beginne ich mit der Antwort. Catering ist jetzt nicht mein primäres Steckenpferd, aber ich versuche natürlich trotzdem eine Antwort drauf zu geben. Es gibt ein vegetarisches Gericht, das ist ein entsprechend belegtes Laugenbaguette an allen Kiosken im Stadion. Und vegan gibt es meinem Kenntnisstand nach aktuell nichts, da hat der Fragesteller vollkommen recht. Es ist so, dass es natürlich ein Thema ist, das uns beschäftigt, wo wir auch dran sind. Ich hatte mich heute nochmal ganz kurz auch Catering Rücksprache gehalten. Da werden Ideen weiterhin gesammelt. Es ist ein bisschen langfristiger angelegt. Das ist was ein klassisches Fan-Thema auch ist, was wir gerne auch mit dem Fanbeirat, weil der Fanbeirat eben alle Bereiche im Stadion oder alle Tribünen im Stadion abdeckt oder fast komplett abdeckt, diskutieren wollen und dort auch mal Feedback einholen wollen, beziehungsweise dass die Fanbeiräte vielleicht auch mal rausgehen und auf der Tribüne oder in ihrem Fanclub oder im Bekanntenkreis nachfragen, was wäre denn ein Bedarf oder nach was was wir auflegen könnte und da dann entsprechend versuchen, was umzusetzen. Also wir sind in dem Thema dran und sind auch uns dessen bewusst, dass es das Thema gibt einfach. Also man muss um das noch abschließend zu sagen, natürlich bestimmt auch die Nachfrage so ein bisschen das Angebot. Es ist schon so, dass nach wie vor das, ich sage mal, klassische Angebot, die Stadionwurst, das am meisten nachgefragt ist, definitiv. Man muss aber auch noch nachreichen, in aller Ehrlichkeit, das Laugenbrot, die Laugenstange, die ist ihm auch geläufig. Also da hat er auch nochmal extra geschrieben, die ist zwar vorhanden, aber trotzdem ist das Angebot ja nicht allzu groß. Es ist aufgenommen und ich habe es gerade schon gesagt, wir nehmen uns dem Thema an. Wir haben schon nächste Woche die nächste Fanbeiratssitzung.
Die Tagesordnung steht zwar, aber unter Sonstiges kann man es auf jeden Fall noch mit einbauen. Ja, das ist doch bestimmt schon mal was Gutes, was er auch hören wollte. Thomas. Ja, und zum zweiten Teil der Frage kann ich selbstverständlich auch was dazu sagen. Und wir sind natürlich für jeden Hinweis und Tipp auch in dem Bereich, was Sponsoren und Partner angeht, dankbar. Und ähnlich haben wir es auch gemacht, wo wir jetzt zu Beginn dieser Saison mit Stuttgarter Hofbräu unseren neuen Bierpartner präsentieren konnten. Auch diesbezüglich waren wir mit unseren Fans und mit unserem Fanbeirat im Austausch. Und wie es der Fabi schon gesagt hat, auch diese Themen werden wir da besprechen. Und zunächst ist auch zu sagen, dass Coca-Cola als weltweit größter Getränkehersteller sich das Thema Nachhaltigkeit selbstverständlich mit dem Ziel eine Welt ohne Müll auf die Fahnen geschrieben hat, und wir als FC Heidenheim verfolgen natürlich diese Ziele genauso. Und sobald ein Sponsorenvertrag ausläuft, und da mache ich auch kein Geheimnis, dass es mit Coca-Cola zum Ende dieser Saison der Fall sein wird, da ist auch das Thema Wasser inkludiert aktuell bei Coca-Cola, ist es so, dass wir selbstverständlich nach einer über 10-jährigen Partnerschaft mit Coca-Cola zuerst sprechen. Und da werden wir natürlich auch solche Anregungen und Hinweise in die Gespräche mit einfließen lassen. Wir finde ich super ehrliche Antworten von euch beiden. Und deswegen mache ich mal direkt mit dir weiter, Fabi, auch. Ich hoffe, dass du natürlich bei der nächsten Antwort genauso ehrlich bist wie bei der vorhergegangenen. Eine Frage haben wir noch von einem Zuschauer. Christoph Emperle hat sich mit dem Alpstübler auseinandergesetzt. Finde ich gut, ich gehe da auch gerne essen. Und er hat gesagt, es gibt ja nun in vielen Bereichen viele Mitgliederrabatte, aber er fragt sich schon, wie sieht es da aus? Ist da mal irgendwas geplant, dass es da mal ein Essen oder ein Getränk vielleicht billiger gibt? Spannend, dass ich heute die ganzen Catering-Fragen bekomme, aber danke dafür. Nein, also ich bin ja für die Mitglieder hier mit zuständig im Verein, und nein, das ist aktuell nicht geplant. Das hat also jetzt ganz spontan gesagt, einfach mit den Abläufen zu tun, mit der Umsetzbarkeit. Das wird, ich denke, auf absehbare Zeit erstmal nicht kommen, dass wir das auch mit einführen. Aber auch das ist ein guter Hinweis, den man für die weiteren Überlegungen oder Weiterentwicklung generell mit aufnehmen kann, klar. Ich würde sagen, bei wem das erste Wort stand, bei dem steht auch das letzte. Natürlich muss man sagen, in den letzten 1,5 Jahren war es irgendwie immer schwer, in die Zukunft zu schauen, weil alles irgendwie ein bisschen unberechenbar geworden ist. Aber das ist jetzt vielleicht sogar die schwerste Frage, die ich am heutigen Abend stelle. Wie blickt der FCH denn überhaupt in die Zukunft, auch was die Zuschauersituation zum Beispiel angeht? Ja, wir wären nicht der FCH, wenn wir nicht positiv in die Zukunft schauen würden. Das tun wir immer, und das haben wir auch die ganzen Monate in der Pandemie getan, auch wenn das am Anfang so schön, dass der Spruch uns begleitet hat, wir fahren auf Sicht. Wir haben gut daran getan, uns den Herausforderungen zu stellen, die anzunehmen, die Dinge auch umzusetzen, wenn man natürlich auch manchmal schon nach der Sinnhaftigkeit gefragt hat, sind wir mit all dem, was wir hier an Hygienekonzepten gefahren sind, gut gefahren, mit Zuschauer, ohne Zuschauer, mit mehr Zuschauer, mit weniger Zuschauer. Wir haben jede Situation gemeinsam gewuppt. Wir sind als Club, denke ich, gesundheitlich mit unseren Spielern und Mitarbeitern sehr, sehr gut durch diese Pandemie gekommen, und begleitet auch von Virologen, die seitens der DFL eingesetzt waren, haben wir da ganz, ganz viel auch Wissen aufbauen können. Die haben uns schon im November im Prinzip mitgeteilt, dass sie davon ausgehen, dass die Pandemie zu Ende geht, dass es eine Endemie wird. Und wenn man jetzt die Zahlen sich anschaut, und sollte es so bleiben, dann muss ich sagen, haben die das gut prognostiziert damals. Dann entwickelt sich es im Moment genau so, wie die es vorausgesehen haben. Wir sind dazu laufend im Austausch mit Stadt, mit Landkreis, mit unserem Land, mit dem Sozialministerium. Da kommen schon positive Signale, und deswegen gehe ich sehr davon aus, dass wir nicht bei den 500 Zuschauern bleiben. Wenn wir jetzt schauen, dass wir alle gesund bleiben, dass die Zahlen nicht weiter steigen, die Bettenzahlen sinken täglich, dann denke ich, dass wir im Februar und im März schon mit deutlich mehr Zuschauern wieder unsere Mannschaft anfeuern können. Ja, das ist doch ein toller Ausblick in die Zukunft. Ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass es alles so klappt, dass wir vielleicht beim nächsten Insider
ja, viel, viel mehr Leute schon bei uns in der Ford Arena begrüßen dürfen. In dem Sinne sage ich danke an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War sehr interessant, sowohl der erste sportliche Teil, fand ich, als auch euer Part jetzt. Und darf mich natürlich jetzt auch noch bei euch da draußen bedanken. Natürlich bei unseren Sponsoren, bei unseren Fans, bei unseren Mitgliedern, aber natürlich, klar, auch bei euch Zuschauern, die jetzt vor dem PC sitzen und sich das alles angeschaut haben. Danke für eure Fragen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bleibt gesund, macht's gut und vielleicht mit etwas Glück sehen wir uns dann ja demnächst auch schon mit ein paar mehr Zuschauern wieder bei uns in der Ford Arena.